в этом году очень. Auf diesem Championat war unser Hauptziel der Sieg des Teams und in unserem Team waren zum ersten Mal drei gut ausgebildete Flieger. Auf diesem Championat führte man den Kampf für den Preis unter ungleichen Bedingungen. Das Team Russlands war halb weniger im Vergleich zum Team der besten Gegner. Im Team Russlands waren vier Flieger. Marat Gorifsanov, Typ des Flugzeugs Hawk T MK1, Klasse bis 20 Kilogramm, Anfänger des Championats Jet World Masters. Vasili Eichner, Titelträger Russlands unter den Jugendlichen. Zum ersten Mal tritt an mit dem Flugzeug Typ Yak 130 in der Klasse bis 20 Kilogramm. Pavel Lapshov, Sieger des vorherigen Championats Jet World Masters in der Klasse von 13,5 Kilogramm. Typ des Flugzeugs Yak 130. Vitali Robertus, dreifacher Sieger von Jet World Masters in der Klasse von 20 Kilogramm. Typ des Flugzeugs MiG 29. Auf den vorherigen drei Championaten hat Vitali Robertus mit dem Flugzeug Yak 130 gewonnen. Die hohe Genauigkeit der Wiederholung des Prototyps und Anwendung der neuen einzigartigen Technologien in der Flugzeugmodellbildung haben Yak 130 den Führer nach den Standprüfzahlen gemacht. Inzwischen verliert mit jedem Championat die unübertreffliche Genauigkeit von Yak eine entscheidende Rolle, wegen der Überprüfung der Regeln und Anforderungen von IJMC an die Detaillierung. Für die Aufbewahrung der führenden Rolle wurde ein Modell, das nach allen Eigenschaften, insbesondere nach Flugleistung, den Vorrang hat, erforderlich. Für die Bildung eines neuen Modells hat man vier Varianten eines Prototyps: MiG-AT, SU-27, SU-25 und MiG-29 betrachtet. Mit Berücksichtigung eines Komplexes der Aufforderung wurde bei der Auswahl des Prototyps das beste Muster MiG-29 aus der Zusammensetzung einer berühmten Fluggruppe Strisi. Die Fluggruppe der Fliegerkampfkräfte Russlands Strisi wurde in 1991 auf dem Flugstützpunkt von Moskauer Gebiet Kubinka gegründet. Der Luftpark besteht aus den Jägerflugzeugen MiG-29 und MiG-29UB. Die Vorführungsflüge wurden von der Gruppe in der Zusammensetzung von 6 Flugzeugen ausgeführt. Wir haben MiG-29 wegen der Kombination mehrerer Faktoren und in der ersten Linie die Zugangsmöglichkeit eines Prototyps ausgewählt. Gute und langjährige Beziehungen mit dem Flugzeugstützpunkt Kubinka haben ermöglicht, einen großen Umfang der Informationen über das Flugzeug und gute Bedingungen für die Übungen auf dem Flugplatz zu bekommen. Außerdem hat der Flugzeug MiG-29 ausgezeichnete Flugleistungen und das ist eines der schönsten Flugzeuge in der Welt und in der Geschichte des Flugwesens. Es ist gut bekannt, dass nach den Gesetzen der Luftdynamik das größere Modell des Flugzeugs in Bezug auf das Benehmen während des Fluges gleich dem Original ist. Aber die Auswahl des Ausmaßes des Modells, das für den Wettbewerb im IJMC vorgesehen ist, ist mit einem maximalen Gewicht eingeschränkt. Mit anderen Worten, je Prototyp kleiner ist, desto man größer Ausmaß bei dem Aufbau des Modells auswählen kann. Das ausgewählte Ausmaß des Modells 1 zu 4,75 ermöglichte einige Teile und Elemente der Konstruktion, die es auf meinem Modell Yak 130 der Klasse 13,5 Kilogramm gibt, zu verwenden. MiG-29 ist der beste in seiner Klasse, doppelstrahlige Hyperschallflugzeuge mit Doppelstrahltriebwerk und integrierter Anordnung des Flugwerks. Bei dem Aufbau des Modells MiG-29 hat man im vollen Umfang die Strömungsprofile und Verwindungen wiederholt. Auch hat man die Leitungslogik und die Aerodynamik des Prototyps mit der schwenkbaren Höhenflosse, dem zweiteiligen Flügelvorderteil, den Klappen und den anderen Leitungsteilen realisiert. Die Konstruktion und Formgebung des Jägerflugzeugs MiG-29 unterscheidet sich wesentlich von Yak 130 und bei der Planung des Modells hat man eine Reihe der schweren bautechnischen Aufgaben gelöst. Den genauen Wiederaufbau eines Prototyps haben sowohl die Kompliziertheit einzelner Konstruktionsteile als auch offensichtliche Spuren vieljähriger Ausnutzung auf der Flugzeughaut erschwert. Obwohl bringen solche Einzelheiten zusätzliche statische Noten auf dem Wettbewerb.
Bei dem Aufbau des Modells MiG-29 hat man neue Ideen und Technologien realisiert. Einstellbare Düsen mit Primär- und Nebenkreis machen 96 Flügel aus Kohlenkunststoff mit einzigartiger Kinematik der Leitungslogik. Fahrwerkstrebe ist völlig aus Kohlenkunststoff mit 2-Stufendämpfer, Elektroantrieb und Einrichtung des Anziehens des Vorderrads. Die Scheibenräder sind auch aus dem Kohlenkunststoff mit Druckluftscheibenbremsen und einzigartiger dreidimensionaler Konstruktion des Befüllens der Räder. In den Nischen der Grundfahrwerkstreben hat man ganze Ausstattung wiederholt. 9 Abdeckklappen und Landungsscheinwerfer funktionieren. Wie auch bei dem Prototyp werden im Betrieb des Starts und der Landung axiale Eintritte der Lufthutzen abgeschlossen und gleichzeitig werden Deckelklappen geöffnet. Im vollen Maße ist die Kinematik und Detaillierung einer Luftbremse wiederholt. Unabhängige, für jeden Motor, Triebwerk, Kraftstoffversorgung eines neuen Typs garantieren eine sichere Arbeit der Triebwerkseinheit in den verschiedenen Betrieben des Flugzeugs ohne Nutzung der Sammelbehälter. Die Landung des Modells wird mit dem Auslassen des Heckschirms und nachfolgender Auslösung am Ende des Auslaufs. Auf der Haut des Modells sind alle Alterungseffekte, Spuren der Ausnutzung und des Oberflächengefüges wiederholt. Im vollen Maße detaillierte Kabine mit einem Annulationsflieger und abklebbarem Dach. Ich habe keine Differenz zwischen den Kabinen des Modells und des Prototyps gefunden. Ich meine, dass sie sich voneinander nur mit dem Ausmaß unterscheiden. Auf dem Modell MiG-29 sind 2 Motoren Jetpack P100 mit dem Gesamtschub von 19 kg installiert. Diese Betriebsanlage garantiert einen sicheren Flug, sogar bei dem Ausfall eines Motors. Die ersten Tests haben die Dominanzen von MiG-29 nach vielen Messzahlen bestätigt. Die Vorbereitung auf das Flugprogramm des Wettbewerbs hat sich mit einem einzigartigen Ansatz zur Flugtechnik unterscheidet. Für die bessere Darstellung des Benehmens des Prototyps während des Flugs und für die genaue Wiederholung der flugtechnischen Figuren auf dem Modell hat Vitali Robertus speziell einige Flüge auf dem Jägerflugzeug MiG-29UB gemacht. Während der Flüge wird ein ganzer Komplex der Flugkunst einschließlich Elemente des Flugprogramms des Wettbewerbs auf dem Modell MiG-29 geübt. Und das ist noch eine einzigartige Besonderheit des Projektes MiG-29 RustJet. Dieses Mal haben wir entschieden, MiG-29 mit dem Modell auf ungewöhnliche Weise zu vergleichen, um das beste Ergebnis bei der Führung des Modells und die beste Wirklichkeitstreue des Flugzeugs auf dem Wettbewerb zu erreichen. MiG-29 ist ein schönes Flugzeug und sehr leicht bei der Führung. Finnland, August 2017. Der Flugplatz im malerischen Jämijärvi. Das 12. Championat Jet World Masters. Der Flugplatz für das Championat besteht aus 2 Start- und Landebahnen. Die Bahn ist mit Flugweg 270 Grad für die Flüge der großen Flugzeuge und mit dem Flugweg 150 Grad für die Flugmodelle. Nicht stabiler und dauernd wechselnder Wind ist eine eigenartige Besonderheit dieses Flugplatzes. Dabei ist im Vergleich zur großen Bahn für die Bahn für die Flugmodelle der Wind fast immer seitlich.
Das Team Russlands kommt als Erste und bereitet sich sofort für die Übungsflüge vor. Bald schließen sich an das russische Team die anderen Teilnehmer des Championats an. Der böige Seitenwind erschwert wesentlich die Übungen und nicht alle Flieger lassen sich ein, die Ganzheit ihrer Modelle aufs Spiel zu setzen. Gleichzeitig muss man auf die schweren Wetterbedingungen während der Flüge bereit sein. Die intensiven Übungen werden bis Sonnenuntergang nicht unterbrochen. Die Flugzeughalle wird allmählich mit den Modellen der Teilnehmer des Championats gefüllt. Viele Modelle sind auch den vorherigen Wettbewerben demonstriert. Das sind hauptsächlich die Modelle, die auf Basis der Industrieeinsätze aufgebaut und wesentlich verbessert sind. Erkennbar ist die Takelung der Modelle Hunter des schweizerischen Teams verbessert. Gute Ausstattung hat Hawk vom Team aus Finnland in Bezug auf die Kopierbarkeit. Die Flieger aus Frankreich haben interessante Modelle, Kopien der Flugzeuge Alpha Jet und F-104 präsentiert. Als auch auf den vorherigen Championaten sind im Zentrum des besonderen Interesses die Modelle des Teams RushJet. Es war offensichtlich, dass das Modell JAC-130 immer noch unüberbietbar bleibt. Nur MiG von Vitaly Robertus kann besser als dieses Modell sein. Im Unterschied von Standkennzahlen sind die Ergebnisse während der Flüge sogar bei den bestgeschulten Fliegern nicht vorhersehbar. Zumeist erscheinen die Probleme während des Flugs mit dem Triebwerk. Bei weitem nicht jeder Flieger kann bei dem Schubverlust den Flug gefahrlos beenden. Während des Übungsflugs stoppt der Motor bei Mariat Gorivsano. Die Notlandung erfolgt in diesem Fall ohne Störungen. Der wiederholte Motorausfall beendet währenddessen anderen Flugs beinahe mit wesentlichen Folgen, nicht nur für das Modell. Das erfolgt am Vortag der statischen Überprüfung, wo die äußere Beschaffenheit des Modells einwandfrei sein soll. Es gibt keine Zeit für die Reparatur. Der Wiederaufbau des Modells bis Ausgangszustand dauert die ganze Nacht. Am Morgen klappt das Modell in den Flugzustand zu bringen und die Spuren der Beschädigung zu beseitigen. Nach statischen Messzahlen erhalten die Modelle des Teams RushJet die höchsten Noten. Obwohl garantieren mit Berücksichtigung der neuen Regeln sogar maximale Noten für die Kopierbarkeit den wesentlichen Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern nicht. Leider bleiben viele einzigartige Besonderheiten der Modelle des Teams nicht verlangt. You can see if we think the plane was flying too fast or too far away. Der erste Flug beginnt mit dem klaren Himmel, aber mit dem kräftigen Seiten- und Stoßwind. Das erschwert wesentlich die Führung des Flugzeugs und macht den Start und die Landung des Modells nicht gefahrlos. Die Windstöße kippen das Modell beim Start und der Landung geradezu um. Sogar die besten geschulten Flieger halten das Modell innerhalb der Start- und Landebahn mit Mühe fest.
Für einen chinesischen Sportler endet der Kampf mit dem kräftigen Seitenwind, mit dem Überschießen und der Landung außerhalb der Landebahn. Während des ersten Durchgangs endet der Kampf von Marat Gorifsano mit einem nicht stabilen Wind mit der Störung einer Grundfahrwerkstrebe bei der Landung. Nach dem erfolgreichen Auftreten überschreitet Yak 130 von Vasili Eichner unter dem Einfluss des kräftigen Seitenwinds beim Landeanflug die Grenzlinie und die ausgezeichnet gemachte Landung wird nicht gültig. Vasili verliert die Noten für die Landung und belegt nur den 15. Platz. Leider endet Vitali Robertus den ersten Durchgang ohne hohe Noten und belegt nur den 6. Platz. Nach dem ersten Durchgang belegt den ersten Platz in der großen Klasse der deutsche Flieger Stefan Wolker. In der kleinen Klasse erscheinen während der ersten zwei Durchgänge unerwartet die Probleme mit einem Antrieb auf Yak 130 von Pavel Lapschow. Der Motorausfall erfolgt bei dem Rollstart. Die für das Auftreten vorgesehene Zeit endet sehr schnell. Nach dem wiederholten Start des Motors fliegt Yak himmelwärts. Für die gebliebene Zeit klappt nur einige Elemente des Programms zu machen und die Aufgabe mit Schnelllandung auf der letzten Sekunde zu enden. Nach Ergebnissen des ersten Durchgangs ist der Gewinner des vorherigen Championats Pavel Lapschow nur auf dem 12. Platz. Aus gleichen technischen Gründen klappt der vollständige Flug während des zweiten Durchganges auch nicht. Dieses Mal stoppt einen von den zwei Motoren während des Fluges. Aber Pavel setzt trotzig fort, die Aufgabe mit einem laufenden Motor zu erfüllen. Dabei stoppt der zweite Motor frühzeitig wegen der Brennstoffverschwendung. Der zweite Durchgang endet für Pavel auch mit dem nicht erfüllten Programm und der Schnelllandung. Es wird offensichtlich, dass Pavel den Champion-Titel verliert und die erhaltenen Noten für zwei nicht vollständige Programme die Position nur bis 10. erhöhen. Es gelingt nicht, den Grund des Motorausfalls zu verstehen und bis zum Ende des Championats hat Pavel nur einen Auftritt während des letzten dritten Durchgangs. Unter solchen Bedingungen ist es praktisch unmöglich, auf den Medaillenplatz zu rechnen. Aber Pavel zieht aus dem Kampf nicht. Die einzige Chance für die Verbesserung der Situation ist der ideale Flug ohne technische Störungen. Nie hatten wir so viele technische Probleme wie bei diesem Mal. Nicht alles hängt von uns ab. Das ist Sport und wir machen alles, was wir können. Während der zweiten Durchgangs tritt Vasili Eichner mit guten Noten auf und verbessert das Ergebnis des Teams. Erfolgreich endet den zweiten Durchgang Vitali Robertus. Nach Ergebnissen des zweiten Durchgangs steht Vitali an der Tabellenspitze und geht Stefan Wolker vorbei. Für den dritten Platz des Treppchens führt den Kampf Pascal Thom aus dem schweizerischen Team mit dem Modell Hunter MK58. Nach Ergebnissen des zweiten Durchgangs erscheint eine Hoffnung auf den Medaillenplatz für das Team Russlands, aber unter Bedingungen eines einwandfreien Auftritts aller Flieger im Finale. Marat Gorifsanov endet den Auftritt im dritten Durchgang.
Auf diesem Championat bekommt Marat unschätzbare Erfahrungen des Wettbewerbs und belegt den 24. Platz. Im dritten Durchgang klappt Vasili Eichner, das gesamte Ergebnis zu verbessern und vom 6. Platz auf den 4. Platz zu gehen. Leider brauchte Vasili für den Medaillenplatz die verlorenen Noten bei Landeanflug im ersten Durchgang. Sehr guter und qualitativer Flug. Es ist offensichtlich, dass Vasili als Flieger zu etwas gebracht hat und unser Team glücklich ist und ihm gratuliert. Auf den letzten Durchgang tritt Pavel Lapschow mit unglaublicher Zuversicht. Der Start der Motoren und der Flug läuft routinemäßig, ohne technische Ausfälle. Während des Flugs arbeiten die Motoren stabil. Während dieses Auftritts demonstriert Pavel Lapschow seine Meisterschaft im vollen Umfang. Das ausgezeichnet erfüllte Flugprogramm endet in diesem Mal mit der Normallandung. Für diesen Flug erhält Pavel eine höchste Note und dieser Auftritt wird als der beste Auftritt auf dem Championat anerkannt. Endlich klappt es, das ganze Programm zu erfüllen. Aber es tut mir leid, dass zwei vorherige Flüge technische Probleme hatten. Dank dem Schlussspurt wird der Gewinner des vorherigen Championats Pavel Lapschow den Silbermedaillengewinner und steht dem schweizerischen Flieger Walter Gähwiller nicht viel nach. Obwohl mit Berücksichtigung der seriösen technischen Probleme während der zwei Durchgänge ist die Silbermedaille für Pavel teuer Gold für diesmal. Auf der Startbahn ist MiG-29 eines dreifachen Champions der Welt Vitaly Robertos. Gute Wetterbedingungen geben zum Ende des dritten Durchganges gute Chancen für einen erfolgreichen Auftritt im Finale. Der Wettbewerb ist zu Ende. Wir haben im Ganzen gut aufgetreten. Ich hoffe, dass die Ergebnisse auch gut sind. Für uns ist es wichtig, dass das Teamergebnis hoch ist. Auf diese Weise gewinnt in der Mannschaftswertung das russische Team zum ersten Mal in der Geschichte der Wettbewerbe Jet World Masters und geht die besten Teams der Schweiz und Deutschlands vorbei. In der großen Klasse erhält Vitaly Robertos wieder Champion Cup. Das ist der 4. Sieg der Reihe nach und in diesem Mal mit dem besten Modell für die ganze Geschichte Jet World Masters.